Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge mit meiner Priesterin. Wie ihr ja letztes Mal mitbekommen habt, im Stream, guck mal, sind wir bis zu Theotar gekommen und ich bin auch schon Level 60. Tada, so, ich zieh mal eben hier, ich habe ja noch einiges zum. Ist die besser wie meine? Ja, wegen Sockel, oder? Die hier ist eigentlich besser, ne? Was haben wir hier? Schildhand, oh, wunderschön. Und nochmal neun Finger. Wunderschön. Einmal alles ausgetauscht. So, ich würde sagen, wir machen da weiter. Ich habe erst überlegt, ganz ehrlich, ich habe wirklich erst überlegt, ob ich. Warte mal, was ist denn hier los? Ach so, das sieht so aus, das Ding. Ob ich jetzt hier das Ganze beende und sage, ich bin fertig. Aber dann habe ich ja die Story nicht ganz für euch gespielt. Also zieh's durch. Das ein letztes Mal zieh's durch. Also. Es ist mir ein Vergnügen, Schlundgänger. Mein schrecklicher Morgen. Ihr werdet nicht glauben, was mir widerfahren ist. Ich war auf meinem täglichen Spaziergang, als Marquis Fausthage und seine Rüpelbande mich attackiert haben. Bei all dem bedauerlichen und ungebührlichen Gebaren, dass sie den an den Tag legten, haben sie auch meinen Sonnenschirm zerstört. Eine Tragödie höchsten Ausmaßes. Ohne ihn bin ich dem verfluchten Licht, das auf dieses Land lastet, schutzlos ausgesetzt. Der Marquis nennt ein verborgenes, schattiges Versteck in der Nähe sein eigen. Wollt ihr meinem Sonnenschirm rächen und diesen Rüpel Manieren beibringen? Natürlich, kriegen wir hin. Theotars Mission. Oh, die Anklägerin schickt euch. Wie verwegen. Mir ist das Schicksal von Prinz Renatal tatsächlich bekannt. Zumindest teilweise. Als unser Angriff auf die Burg des Meisters fehlschlug, wurden wir beide gefangen genommen. Ich wurde in den Glutdistrikt verbannt, aber den Prinzen hat man nach Sündensturz verschleppt. Ich arbeite an einem Fluchtplan aus diesem lichtverseuchten Land, um ihnen zu folgen. Aber das Licht hier erschwert das Denken ungemein. Früher hat mich mein Sonnenschirm geschützt, aber diese Rüpel haben ihn zerstört. Helft mir, ihn wiederherzustellen, und wir werden den Prinzen gemeinsam finden. Na, sammelt 8 versenkte Planken und Stofffetzen. Unerträgliches Licht. Seid ihr schon einmal einem Ascheghul begegnet? Die erbärmlichen Kreaturen kriechen über den Boden und springen auf alles drauf. Fürchterliche Tischmanieren. Dieses unglückselige Schicksal erwartet alle Ventier, die dem Licht zu lange ausgesetzt sind. Der überwältigende Schmerz, den es verursacht, bricht unsere Entschlossenheit, unseren Verstand und letztendlich auch unseren Körper. Mit den richtigen Fertigkeiten ist es möglich, den Verfall durch Licht umzukehren, aber nur, wenn er schnell behandelt wird. Für die Aschegule in diesem durchaus durch das Licht versenkten Krater gibt es allerdings keine Erlösung mehr. Man kann ihnen nur noch eine Art Gnase erweisen. Ich entschuldige mich im Voraus für das, was da draußen aus mir wird. Das Licht ist unerbittlich mit meinesgleichen. So, jetzt haben wir ja diesen Entschlossenheitsbalken. Und so weiter der runtergeht, umso weniger Selbstkontrolle hat der Typ. So, wir sollen ja auch 5. 15? 12. 12 von denen töten. Das machen wir auch. Und dann. Hab ich denn da? Dann sammeln wir mal den ganzen Kram hier für ihn zusammen. Stück für Stück. Jetzt brennt. Schreit er gleich. So. Und wir gehen auch gleich wieder hier rein. Übrigens, die hier, das ist rechtslichts, glaube ich. Damit kann man. Nicht genug Schatten für uns beide. Mein alter Freund. Hello Darkness, my old friend. Das kennen wir alle, oder? Was wollte ich sagen? Damit kann man auch, wenn man die hier auf die genug von denen da anwendet, kann man einen Ramob triggern. Wenn ich mich recht erinnere. So. Ihr seht, wie schnell er seine Beherrschung verliert, ne?
Deswegen immer schön gucken, dass wir am Rand laufen. Ja, und wenn wir auf die das hier machen, genau, kann man halt provozieren, einen Rat zu finden. Nee, ich glaube, der war getriggert. Ich habe den schon lange nicht mehr gerufen. So. Und rein da. Hallo Dunkelheit, mein alter Freund. Ah. Hello Darkness, my old friends. Wer kennt's nicht? Irgendwie haben wir öfters mal Spiele, wo das drin vorkommt, oder? Hier mit Gibius, das mit der schwarzen Katze. Die Story dieses Adventure, was wir gespielt haben, da auch. Wenn er da versucht hat, in dunkle Ecken zu kommen. In dem einen Laden. Hat er auch mal Hello Darkness, my old friend gesungen. So. Zack, zack, zack. Ja, jetzt zum Ende hin ist wieder als Heiler hier durch. Ja, Junge, das hilft ja alles. Was? Du Weiß stehst mir jemand, im wo die Weg, Quelle Mann. findet? Trink daraus. Übrigens muss es auch, glaube ich, müssen es auch ganz bestimmte von denen sein. Naja. Das ist halt typisch Vampir, ne? Die können halt die. Ich weiß gar nicht, ob der sich überhaupt erholt. Aber es ist halt das Problem, der läuft ja halt mit. Und du musst halt auch hier überall rüber, um an die Sachen zu kommen. Ne? Ob er will oder nicht, er muss. Er muss so wieder rüber. Kurze Verschnaufpause. Danke. Stofffetzen haben wir denn jetzt noch? So, wenn man sich überlegt, dass das hier alles. Das erinnert mich so an Suchama, ne? Ich glaube, das ist auch das gleiche Modell, kann das sein? Animationsmodell von denen? Kommt hin, ne? So. Also, was fehlt uns jetzt noch? Stofffetzen. Wir sind immer noch nicht durch. Kurze Verflucht, sei das Licht! Wo ist der Typ von ihm da? Hallo? Ach, der ist in einer anderen Richtung. Muss wieder zurück. Was? Eure Verschont? Knochen werden Nö. verkohlen. Nö, 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 hier wird niemand verschont. Das kannst du knicken. Was habt ihr getan? Ah, guck mal. So, Ich jetzt. warne euch. Ich dulde keine Ausgesetzt zu Fisimatenten, sein, an lässt denen Theota ich nicht offensichtlich Kontrolle über sich teilhabe. verlieren. Gewünscht, wo bist du? Falls ihr einen mächtigen Gegner findet, besiegt ihn. So, jetzt fehlen uns noch Aschegule 3. Ja, dann komm doch hier runter. Mein Gott. Nichts
Ja, der ist wahrscheinlich jetzt, komm mal her hier. Ja, er ist ein bisschen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ey. Alter, jedes Mal, wenn ich loote, habe ich das Fenster von ihm vor der Nase, ne? Ihr werdet ein toller Tee. Ihr werdet ein toller Tee. Hör auf zu schreien, wir müssen jetzt da hoch. Zu Asche! Zu Asche! Ah, da ist noch einer. Ich habe beim ersten Mal auch versucht, den nicht so viel ins Licht gehen zu lassen. Das kannst du fast vergessen hier. So, wir müssen da rein. Versteckt. Dunkel. Sicher. Sicher. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt da. Langsam ihre Selbstkontrolle verlieren. Ja. Deswegen ist so Raven Red auch so dunkel, ne? So. Fall um. Deine hübschen Keule da. So, da ist er. Entschuldigt. Ach, da links steht auch noch was. Und da rechts auch noch. Uhuhuhuhu. Können wir jetzt da rein? Ja, komm. Ey, du. Ins Licht mit euch, Schwächling. Ja, ja. Hier ist gar nicht das Lager. Ich dachte, hier wäre das Lager, wo wir gleich hingehen. Aber nee. Ist es nicht. So. Schön wäre es ja, wenn er mir helfen würde. Aber das macht er ja. Macht er wahrscheinlich nicht. Ich habe übrigens das Gefühl, der heilt sich selber. Meine Güte. Jetzt war. Der macht ganz schön Aua. So, jetzt habe ich mir einmal voll geheilt hier. Jetzt sterb endlich. Mein Gott. Leg die hin. Manieren lehren, Grobian. Gerechtigkeit für Sonnenschirme überall. Ja. Falls ihr mein Hemd findet, vergrabt es. Verloren in der Ausdruck nimmt die Licht. Also es ist keine schlüssigen Sätze, statt euch zu sagen, wie ihr sein Versteck erreicht, womit er zusammenhangslos und zeigt in zufällige Richtung. Verirrt, zip, tup, zu spät, T. Ihr müsst Theo das Versteck auf der anderen Seite finden. Auf andere Weise finden, findet den Weg zum Versteck. Eine lebensverändernde Unterhaltung. Sibylle! Vergessen. Frei aus Schlamm. Sibylle! Warte! Die Zeichnung ist jetzt, wo wir lang müssen. Sibylle! Wo bist du? Sagte sie und hat einen Punkt auf der Karte. Sibylle, da ist Sibylle. Huch. Licht für Sicht und Brand. Das ist allerhand. Versteckt. Dunkel. Sicher. So. Hinter Sibylle her, komm. Das ist übrigens auch ein Schatz.
Oh. Mann. Rein damit dir. So. Und tschüss. Sibylle, kannst du den nicht mal mitnehmen hier? Versteck. Der gekrönte Hund liegt auf dem Grund. Vor allen Dingen springt die erst hier hin, damit wir hier hinkommen. Ne, und da ist das Ding. Aber da würde ich nicht so einfach rangehen. Gleich und gleich. Guck mal. Zu Gabitz können richten. Lässt das böse Licht verschwinden. Ja, ich glaube, ein Teekränzchen wäre genau richtig. So, jetzt. Ich mag die. Gabbins und Tabbins. Sind sie nicht süß? So. Tabbins Tee. Theodor hat Tabbins besonderen Tee beigebracht, der Licht verschwinden lässt. Tabbins ist ein guter Teemacher. Seht zu, wie Tabbins macht, dass Theodor sich wieder gut fühlt. Dann fühlt Tabbins sich gut. Tabbins müde. Ich helfe euch, Tee für Theodor zu machen. Alles klar. Na dann. Stinkestoff. Jawohl. Vier Teile fauler Fels. Oh. Ah, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Vielleicht. Ja, einer fehlt noch. Vor allen Dingen fauler Fels. So. Jawohl. Zwei Teile Brandbuckel. Brandbuckel. Da kriegt man immer nur einen. Die kommen alle gleichzeitig. Ich weiß noch, wie sie alle hier gleichzeitig drin waren. Hör mal, du kriegst einen Koller, wenn hier fünf bis zehn Leute gleichzeitig rumrennen. Du kriegst da echt hier eine Waffe. Ein Teil harziges Holz. So, und jetzt? Boah, jetzt musst du 10 Stück von den Dingern hier sammeln. Besonders, du musst dann immer hier die nehmen, die halt gerade größer werden. So. Musst du nämlich den. Also ich schaffe meistens 3. Das waren jetzt 2. Aber so Schnitt 3 Stück schaffe ich. Alle Finger spitze Pizza. Ah, 2 Stück noch. Schluck Kaffee, Prost. 2 ist nicht das Ding. 2 schafft man eigentlich ganz gut. Da. Jutti. Tee ist fertig. Mottensprudel zuletzt noch Teekanne. Aber Theotar sagt, muss immer rein.
So. Hi. Ich bin der Hübsche. Tabis, gib ihn Theodor. Mir grünt der Kopf. Tee macht Theodor immer froh. Los, aufwachen! Hallo. Dunkelheit, mein alter Freund. Mein lieber Tabins, diese neuen Aromen machen die Schirmchen fast erträglich. Gabins, ihr habt meinen Sonnenschirm doch wohl schon rekonstruiert? Ja, Gabins, gut gemacht. Tatsächlich, mein Freund. Mehr als andere. So, meine Lieben, bevor wir jetzt weitergehen, wenn wir jetzt hier einmal Cut machen, es war auf jeden Fall eine Freude, mit euch zur Teeparty zu gehen. Und ich hoffe, wir sehen uns entweder im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ich denke mal, den Rest werden wir jetzt als Video machen. Wiedersehen und ja, bis dahin, tschüss!